Sind genug Leute da? Ja, können jetzt alle wieder ein bisschen nach vorne kommen? Gut gemacht. Gibt vielleicht bei uns nicht so viel zum schönen Mitsingen, aber naja, gut, wir machen mal. Servus und Kürzi und hallo, wie geht es dir denn heute so? Ich frag nur so. Hast du mal wieder nachgedacht, was dein Ex wohl wieder macht? Hast dir gedacht, ist dein Allei, ist eh vorbei. Was glaubst du, wer du bist? Was denkst du, wer sie ist? Ihr seid verschieden, sie ist sein. Es wird nie mehr wie früher sein. Komm, lass uns heute mal was feiern. Pack das Schicksal bei den Eiern. Lass dich mal gehen. Du hast bisher noch nicht gemerkt, das lief doch alles ganz verkehrt. Du wirst noch sehen. Ist dein Allei, ist eh vorbei. Was glaubst du, wer du bist? Was denkst du, wer sie ist? Ihr seid verschieden, sie ist sein. Es wird nicht mehr wie früher sein. Was glaubst du, wer du bist? Was denkst du, wer sie ist? Ihr seid verschieden, sie ist sein. Es wird nicht mehr wie früher sein. Was glaubst du, wer du bist? Was denkst du, wer sie ist? Ihr seid verschieden, sie ist sein. Es wird nicht mehr wie früher sein. Hey, hallo, wir sind Spilf. Ich hätte gerne Bendels Gesang, sein Gesang ein bisschen hoch bei mir. Schlagzeugergesang beim Schlagzeuger bitte auch hoch. Ich weiß, es ist ein bisschen egoistisch, aber... So, ja, nächstes Lied. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Leute kennt. Es gibt so Leute, die sind immer Chef und die tragen gerne Verantwortung und so. Solange, bis dann die Kacke am Dampfen ist, dann plötzlich ist es nicht mehr so. Und irgendwie gibt es so Leute, denen kann man da nie was anhängen. Die fischen sich immer irgendwie raus. So. Und es ist wie bei so einer beschichteten Pfanne halt. Ne? Da bleibt halt nichts hängen. So. Und deswegen heißt das nächste Lied Teflonmann. Ganz ungeniert, aber das ist doch klar. So Leute, das ist wunderbar. Tick lässt er nicht an sich ran. Schuld sind doch die anderen dran. Immer mit dem Finger zeigen und niemals sich selbst verneigen. Lieber schlecht, hat sowieso immer recht. Feedback gilt es zu vermeiden, an ihm darf bloß nichts kleben bleiben. Solange es gut läuft, zeigt er sich äußerst gern verantwortlich. Geht was schief beim Masterplan, zieht er sich den Schuh nicht an. Teflonmann, bei ihm brennt die Sonne, ist der Teflonmann, anti-haft beschichtet, Teflonmann. Er ist der Teflonmann, bleibt an ihm hängen, Teflonmann, nie brennt die Sonne, ist der Teflonmann.
Teflonmann. Okay, nächstes Lied. Ja, meine Fresse, genau. Wenn ihr morgens in den Spiegel schaut und einen wunderbaren Menschen vor euch seht. Kannst du das mal lassen? Ich möchte dich schaffen, doch du machst mir schwer. Ich mag dich so sehr. Du bist so sexy, schlau und schön, das kann echt keiner übersehen. Wieso kennt denn die Welt nicht dich und dein Gesicht? Leider gibt's dich ohne die verdiente Krone. Du bist echt zu wild, du mein Spiegelbild. Bam! Wie ich beim Schlagzeug meinen Gesang noch mal ein ganz klein bisschen nach oben. Ein bisschen. Ja. Habt ihr auch schon mal eine Freundschaft gehabt, die irgendwie ganz blöd kaputt gegangen ist und wo man sich Jahre später wiederfindet und so denkt so, ja scheiße, was sind wir für Idioten gewesen, ne? Nicht miteinander geredet und so. Passiert, ne? Wenn er hier wäre, wäre er für ihn. Ah, so ist er auch von Ihnen. Gruß nach Istanbul, der ist für Aykut. Wird nicht wie früher sein. Bist du da fort und fertig mit deinem Klavier? Mit meinem Klavier? Ja, ich bin... Warte, ich bin nicht fertig mit meinem Klavier. Alter. Ja, ich bin fertig mit meinem Klavier. Wisst ihr, woran ihr merkt, dass jemand schlecht Gitarre spielt? Ja, zu viele Effektgeräte und zu viele Knöpfe. Das nächste Lied heißt Würstchen und es handelt von Würstchen. Aus dem Brust, die ich dann aus dem Mund. Wer redet und redet und er hält mich auf. Und dann ist es einfach
sind ein Würstchen. Wollt ich Ihnen mal sagen, sind ein Würstchen. Schwierig zu ertragen, sind ein Würstchen. Bring mich zum Verzagen, sind ein Würstchen. Noch Fragen? Würstchen. Bring mich zum Verzagen, sind ein Würstchen. Ketchup oder Mayo. Das Würstchen ist am Schwitzen. So, nächstes Lied. Guck nicht auf die falsche Setlist. Hey, Hopfen und Malz, ne? Erst Würstchen, Würstchen, Bratwürstchen und so. Und dann Bier. Also, nächstes Lied, Hopfen und Malz. Dankeschön. So, jetzt muss ich meine Gitarre kurz umbauen. Special Effekt. Wieder sowas. Gitarristen, ja, die nicht Gitarre spielen können. Ich kann so gut Gitarre spielen. Guck mal hier, ich brauche noch nicht mal meinen ganzen Hals. Für den Spruch darfst du alleine anfangen jetzt. Okay, nächstes Lied. Ja, es gibt viele Menschen, die wissen die Dinge besser als die Leute, die sich viele Jahre damit beschäftigt haben. Die haben sozusagen die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und diesen Menschen ist dieses Lied gewidmet. Es heißt Galilei-Syndrom. Sind doch alle arrogant und ignorant. Du bist ein Genie, du siehst das, was die nicht sehen. Deswegen werden die dich auch niemals verstehen. Galilei-Syndrom, du hast die Wahrheit gesehen. Schreib die Lehrbücher um. Gefällt. Und keine Studie
schöne Theorie, vergiss den Rest. Galileisyndrom, du hast die Wahrheit gesehen. Schreib die Lehrbücher um. Galileisyndrom. Scheiße erzählt. Galileisyndrom, du hast die Wahrheit gesehen. Schreib die Lehrbücher um. Galileisyndrom. Dankeschön. So. Das nächste Lied. Wisst ihr, was meine Lieblingsantwort ist, wenn man jemanden auch nur leicht kritisiert? Auch wenn es soll eigentlich nur konstruktive Kritik sein. Und dann kommt zurück. Ja, aber. So, und besser wird es noch, wenn dann ja, aber gefolgt wird von du. So, ja, darum geht's im nächsten Lied. Ja, aber. Hier im Stadtverkehr, CO2 wird immer mehr. Rechner läuft den ganzen Tag, weil man ihn nicht so fahren mag. Hey!
zweite Strophe und noch immer fällt mir gar nichts Tolles sein. Aber wenn sich's tanzen lässt, interessiert doch eh kein Schwein. Sind zwei blöd und ohne Inhalt, scheiß Idee und nur noch Mist. Tut jetzt auch nichts mehr zur Sache, weil das Lied zu Ende ist. Hey, hey. Richard, hallo. Hallo Richard. Jetzt kommt dein Lieblingslied. Weißt du welches? Ja? Katze in der Mikrowelle, ne? Lecker. So, das Lied ist heute für meinen Sohn Richard, der heute auch mal dabei ist. Clubkonzert und so, ist ja ein bisschen schwierig mit so Kleinen. Und Das ist sein Lieblingslied und das heißt, ist das so? Und seine Lieblingszeile ist, glaube ich, die Katze in der Mikrowelle. Katze in der Mikrowelle, Spinne in der Yucca-Palme. Alligator in der Kanalisation, Sperma in der Dönersoße, Fischmeck ohne Fisch drin, Hundefutter in der Gulaschkonservendose. Ist das so? Wer hat das denn gesagt? Ist das so? Denk mal darüber nach. Ist das so? Hast du das recherchiert? Ist das so? Deine Quellen kontrolliert, ist das so? Hast du es hinterfragt, ist das so? Oder tapperst du nur nach, ist das so, ist das so? Ist das so, ist das so? Viertes Wasser, Fußreflex und eine Massage, traditionelle chinesische Medizin, Astrologie und Anthroposophie, Loli und Homöopathie. Ist das so? Wer hat das denn gesagt? Ist das so? Denk mal darüber nach. Ist das so? Hast du das recherchiert? Ist das so? Deine Quellen kontrolliert? Ist das so? Hast du es hinterfragt? Ist das so? Oder Papa, hast du noch nach? Ist das so? Ist das so? Ist das so? Ist das so? Du bist schief. Sehr gut gemacht. Fetteloiden und Illuminaten, 4DG, MBH, QAnon und der Deep State, Bilderberger und die neue Weltordnung. Ist das so? Wer hat das denn gesagt? Ist das so? Denk mal darüber nach. Ist das so? Hast du das recherchiert? Ist das so? Deine Quellen kontrolliert? Ist das so? Hast du es hinterfragt? Ist das so? Oder plapperst du nur nach? Ist das so? 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 Danke.
der Klavierspieler. Nee, 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 nee. Wendel, willst du mal was sagen? Ist dein Lied jetzt, was jetzt kommt? Das ist mein Lied, was jetzt kommt. Bitteschön. Okay, alles klar. Jetzt kommt ein Lied von Wendel. Warte. Bitteschön. Ich dachte echt, jetzt ist vorbei. Mein Leben wird zum Einheitsbrei. Doch wenn ich wirklich ehrlich bin, hab ich mich nur der Faulheit hin. Denn es ist wirklich sehr bequem und dazu ziemlich angenehm, sich hinter vorgeschobenen Zwecken ganz feige zu verstecken. Sich einfach treiben lassen, lassen, damit die anderen dich nicht hassen. Doch dann ist wirklich schnell vorbei, dann wird dein Leben einheitsfrei. Wir sind zusammen hier und wir trinken unser Bier und wir feiern irgendwas bis das alles endet irgendwann. Und jetzt, nach all den Jahren, fast an die Wand gefahren, bemerke ich, ich bin noch da. Es wird jetzt wieder wunderbar. Gelernt, gewachsen, doch nicht weise. Geht es jetzt weiter mit der Reise? Die alten Freunde sind dabei. Das Motto ist, ich bin so frei. Mir ist egal, was ihr so denkt, solange ihr euch Bier einschenkt und dieses Bier auch gerne trinkt und mit uns lacht und mit uns singt. Wir sind zusammen hier und wir trinken unser Bier und wir feiern irgendwas bis das alles endet irgendwann. Wir sind zusammen hier und wir trinken unser Bier und wir feiern irgendwas bis das alles endet unser Bier und wir feiern irgendwas bis das alles endet irgendwann. Danke, meine Stimme. Jetzt wird's flott. Jetzt kommt unsere Death Metal Nummer. Yeah. Schnallt euch an. Affenclub, Affenclub, Regel kamen sie herum. Jeden Tag die gleiche Leier, sie schaukeln ihre Eier. Meetings werden ein Beruf, Dinge werden diskutiert. Wenn am Ende nichts passiert, hat bisher noch niemand interessiert. Affenclub, Affenclub, Regel kamen sie herum. Jeden Tag die gleiche Leier, sie schaukeln ihre Eier.
Arbeitszeit okay. Das bisschen Geld tut die Fontäne nicht weh. Hauptsache ist der Tag drum. Hier hat doch jeder ein Studium. Affenclub, Affenclub, Wege kamen sie herum. Jeden Tag die gleiche Leier, sie schaukeln ihre Eier. Affenclub, 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 Affenclub. Jeden Tag die gleiche Leier, sie schaukeln ihre Eier. Können wir jetzt wieder was Ruhigeres spielen, oder? So, nach dem Moshpit. Mann, Mann, Mann. Okay, ist auch schon unser... Ja, Zugabe ist nämlich tatsächlich unser letztes Lied. Wir haben leider noch nicht so viele Lieder geschrieben und wir sind zu schlecht, um andere Bands zu covern. Deswegen kommt jetzt schon unser letztes Lied. Das ist natürlich wie immer meiner Frau gewidmet. Es beschreibt ein bisschen unser Leben und das Lied heißt Bierdosenwanderung. Pack den Bluetooth-Speaker ein, wir wollen Bierdosen wandern. Zu Hause sein und Fernsehschau, das ist was für die anderen. Lass die vor ihren Glotzen vor sich hin vegetieren, während wir die frische Luft genießen, dabei philosophieren. Wer sind wir denn dann mal Lehre? Und wir machen, was wir wollen. Das Leben ist zu kurz, um nur zu machen, was wir wollen. Denn Fitnessstudio, das mögen wir nicht so. Wir haben eine gute Zeit und zocken ein paar Tricks. Denn auf dem Laufband laufen, das ist für uns nicht. Wir sind mehr eine Donnerlehre und wir machen, was wir wollen. Das Leben ist zu kurz, um nur zu machen, was wir sollen. Während wir uns anschreien lassen und dann laut heiß applaudieren. Mehr sind mehr eine Donnerlehre und wir machen, was wir wollen. Das Leben ist so kurz, um nur zu machen, was wir sollen. Mehr sind mehr eine Donnerlehre und wir machen, was wir wollen. Um nur zu machen, was wir sollen. Treffer! Treffer! Okay, beim letzten Anschlag auch noch daneben geschlagen. Peinlich. Vielen Dank. Das war's. Okay, mehr haben wir leider nicht. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und uns ein Ohr geliehen habt. Hat Spaß gemacht. Super, Dankeschön. Danke.